Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir spielen heute ein bisschen mit Unify of CubeCraft. Einfach weil Vince, also der Coder vom Client, sich das gewünscht hat. Und irgendwie eine Sache fällt mir auf, das Auto-Armor ist ein bisschen verbuggt. Ich habe keine Ahnung warum, oder ist es der Inf-Cleaner? Eine Sache von beiden. Ich weiß es nicht. Und ja, CubeCraft hatte wie gesagt Updates mit dem Fly, es ist jetzt ein bisschen anders. Aber es funktioniert noch immer hier in dem Client, sollte man ganz gut sehen. Nofall sollte ich vielleicht auch noch anmachen. Oh, ich hatte Killaura beim Fly an. Damals hat das geautobannt. Normalerweise sollte ich jetzt gebannt sein, aber irgendwie wurde ich nicht gebannt. Komische Sache. Aber ist natürlich auch schön, weil wir halt dann nicht gebannt sind und das ist eigentlich ganz angenehm. Lol. Ja, die Killaura ist auch ziemlich nice. What the fuck? Ja, ich kann schon verstehen, warum er meinte, dass ich damit spielen soll. Ist das irgendwie gerade Fast Use gewesen? Aber ich habe nicht so was an. Keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. So, wir gehen einfach mal hier in die Mitte. Okay. Wir wurden zurückgezogen vom Anti-Cheat. Lol. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist echt komisch. Gut, wir haben aber auf jeden Fall ein Thema, über das wir reden wollen. Und ja, das liegt mir schon ein bisschen länger auf dem Herzen. Und ja, ist es halt ein bisschen Real Talk, so ein bisschen wie damals, wo auch sich an YouTube viel verändert hat und es mich getriggert hat und es triggert mich jetzt halt auch schon wieder. Also es ist übrigens kein bisschen Ausfallen oder sonst irgendwas, weil ich könnte es halt verändern, nur ich habe da simpel kein Interesse dran. Nämlich... neue YouTube-Szene interessiert sich nicht mehr wirklich für Let's Play-Content, langen Content, sondern für kurzen, unterhaltsamen Content und meistens verdammt inhaltslosen Content, der aber trotzdem entweder unterhaltsam ist, den Zuschauer packt oder es gibt wegen dem Titel oder dem Thumbnail einen Grund, das Video weiterzugucken, als man es sonst machen würde. Und das sind halt alles so Sachen, die ich ziemlich unnötig finde. Das beste Beispiel ist einfach das Video mit Garkolym. Das Video ist inzwischen das drittmeist geklickte Video auf meinem Kanal. Und das ist wirklich schon verdammt traurig irgendwie, weil es halt keine Arbeit war, das Video. Er hat mich angeschrieben, hat gesagt, er streamt jetzt, komm, wir machen das und dann haben wir es gemacht und geschnitten und direkt danach hochgeladen, weil es da halt noch am aktuellsten war. Und das kann ich wieder machen. Er gibt mir ja die volle Erlaubnis, seine Idee weiter zu benutzen. Ich muss das ja nicht mal mit ihm machen, aber ich habe kein Interesse an inhaltslosen Content, der nicht auf meinen Kanal passt, weil mein Kanal letztendlich für was anderes entstanden ist. Und ich, klar, ich könnte zwischendurch mindestens einmal in der Woche ein Video machen, was mindestens 100.000 bis 200.000 Klicks kriegt, weil es auf die Masse zugeschnitten ist, weil es irgendein Thema hat, was gerade jetzt wichtig ist, weil es wahrscheinlich auch noch einen YouTuber beinhaltet, was gerade wichtig ist. Und dann würde ich meine Klicks kriegen. Ich würde wahrscheinlich innerhalb von 2 Monaten übrigens auch meine 100.000 haben, wo ich schon seit längerer Zeit so auf mein 90.000 gammel. Und das wäre natürlich alles ganz cool, aber ich habe daran kein Interesse. Das sind letztendlich alles für mich nur Zahlen. Und ja, keine Ahnung. Vielleicht mache ich es irgendwann mal, weil letztendlich ist es irgendwo auch mein Beruf und ich habe daran kein Interesse, meinen Channel irgendwann aussterben zu lassen. Aber ich wollte einfach gerade mal nur sagen, dass ich diese ganze Veränderung von... gerade auch dem YouTube-Algorithmus, weil die schlimmste Sache ist ja nicht, dass die Leute dies gucken, sondern die schlimmste Sache ist, dass YouTube diesen Content unterstützt, weil YouTube daran Geld verdient und deshalb diesen Content halt auch besser rankt, weil er halt besser ankommt und meistens auch noch auf die Richtlinien auf YouTube zugeschnitten ist, weil er halt für Kinder gemacht ist und deshalb keine Beleidigungen drin vorkommen, die halt ohne Probleme das Video monetarisieren können und wie gesagt Geld dran verdienen können. Das ist auch alles vollkommen verständlich, würde ich genauso machen, wenn ich YouTube wäre. Aber ja, ich wollte damit einfach nur mal sagen, dass das auch so ein Grund ist, warum ich weniger Videos mache, weil, keine Ahnung,
das hat mich so ein bisschen demotiviert, weiter Videos zu machen, weil meine Videos halt jetzt weniger Klicks bekommen, was mich auf keinen Fall richtig stört. Nur irgendwie, what the fuck? Was zur Hölle? Alles klar. Es macht einfach nur nicht ganz so viel Spaß wie mit halt viel Zuschauern, ist halt ganz klar. Und ja, es ist halt offensichtlich, dass wenn ich auch diesen Content machen würde, das habe ich ganz klar gesehen, wenn ich jeden Tag, auch zu der Zeit, wo ich zum Beispiel 2 Videos am Tag gemacht habe, da habe ich ein Video gemacht, was auf die breite Masse zugeschnitten war. Und dann ein Video am Tag, was ich ganz normal gemacht habe, mein Let's Hack. Und dadurch, dass ich dieses eine Video gemacht habe, was halt erstmal meinen Channel und so weiter für den Tag besser gerankt hat, weil mehr Leute drauf waren, weil mehr Leute drauf geklickt haben, haben halt natürlich auch mehr Leute auf meinen Kanal geklickt und haben sich auch meine anderen Videos mehr angeschaut. Und ja, das ist halt einfach so ein Prinzip. Ich weiß ganz genau, wie YouTube funktioniert, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert, weil ich ja auch ziemlich viel YouTube schaue, zumindest zur Zeit mal gerade wieder. Gab ja auch Zeiten, wo ich das nicht so viel gemacht habe. Und ich weiß ganz klar, was ich machen müsste, um wieder Klicks zu bekommen, aber ich habe keine Motivation dazu. Ich lasse die Runde von gerade einfach mal drin, weil das gut ausgedrückt war. Deshalb schreibt mir einfach mal zu den ganzen Sachen in die Kommentare eure Meinung. Ich bin da wirklich mal gespannt drauf. Ich werde auch viel mehr die Kommentare lesen als sonst. In letzter Zeit lese ich tatsächlich nicht mehr so viel Kommentare, einfach weil sie sich ein bisschen verändert haben so über die Jahre, ins Schlechtere halt und keine Ahnung, deshalb hatte ich dann nicht mehr so viel Lust drauf. Aber ja, da lese ich auf jeden Fall die ganzen Kommentare, weil es mich ja schließlich interessiert. Und den Goldapfel nehme ich liebend gerne. Bauen wir uns wieder hoch, fliegen rüber. Hallo. Naja, eigentlich hätte ich gerne, ja, ich wollte gerade sagen, den Diahelm gerne gehabt. Deshalb fall mal bitte nicht runter. Und jetzt fällt er trotzdem runter. Na super. Super. Geil. Danke. Wirklich. Danke für nichts. Oh, aber hier kriegen wir genug Sachen anscheinend. Also beschwere ich mich jetzt mal nicht. Okay. Vielleicht auch ein bisschen zu viele. Ich bräuchte goldene Äpfel. Hallo. Vielleicht hat der goldene Äpfel. Hi. Oh. Die Killaura ist wirklich schon verdammt nice. Beschweren kann man sich da eher weniger. Oh, Diaschwert nehme ich eigentlich schon. Ach so, ich droppe es halt einfach wieder. Warum? Ah, ich glaube, das macht meinen Infsorter. Ah, Sharpness 1, Eisenschwert. Gut, das ist auch besser. Ah, dass ich sowas weiß, ist auch schon irgendwie traurig. Der da hinten. Ja, der da hinten zuerst. Komm, wir fliegen mal zu dem rüber, einfach falls geht. Hallo. Hallo. Wir landen auf seinem Kopf. Okay, nicht ganz auf seinem Kopf. Ein bisschen gemisst. Komm, bauen wir uns auch nochmal wieder hoch. Hallo. Guten Tag. Ja, das ist schon ziemlich traurig. So, ich spiele einfach nochmal eine Runde und dann sollte das eigentlich als Video passen. So, da sind wir dann jetzt in der letzten Runde. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufgenommen habe, aber ich denke, es sollten auf jeden Fall über 10 Minuten sein. Also sollte das ja passen, habe ich ja auf jeden Fall Werbung auf meinem Video. Gut, dass ich keine Werbung schalte. Kann man über sowas mal Witze machen. So, nach oben bauen. Okay, das war ein bisschen zu weit nach oben, aber wir haben ja eh No-Fall, also. Hallo! Oh, den Dierhelm hätte ich gerne gehabt, aber egal. So. Kurz nach oben tauern, hier rüber springen, die Kiste nehmen. Hallo? Ah, die war schon gelootet. Tragische Sache an der Stelle. Und ja, genau das meine ich, dann wird man zurückgezogen. Ich weiß aber irgendwie nicht, da war ich auf jeden Fall noch nicht so sehr über dem Boden, dass ich eigentlich zurückgezogen werden müsste. Aber das Anti-Cheat einmal gut. Und man wird anscheinend wirklich nur zurückgezogen. Echt freundlich von dem Anti-Cheat eigentlich. Und der hatte, der nicht einen goldenen Apfel? Hm. Tragisch, das waren dann. Oh doch, er hatte goldene Äpfel. Inventarbug, danke Minecraft. So. Mitte. Okay. Es sind tatsächlich sogar noch mehr Leute am Leben, als ich gedacht habe. Hallo. Also irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, doch die Axt macht viel Schaden. Sharpness 2, ach so.
Sharpness 2 Axt. Wo kommt die denn her? Habe ich auch noch nicht gesehen eigentlich auf Qcraft. Lol. Alles klar, ja gut, dann ist das auch ein gutes Ende der Folge. Ich habe keine Ahnung, was mich gebannt hat. Aber egal, ich habe auch ziemlich lange auf dem Account gespielt, weil ich zwischendurch auch viele Runden verkackt habe, weil ich inkompetent wie scheiße bin. Aber wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Like und einen Kommentar da. Lasst vor allem einen Kommentar da wegen dem Thema. Und ja, der Kleine ist wie immer in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann demnächst bei einem anderen Video wieder. Haut rein. Ciao.